Okay, lesen wir mal, was hier so Lustiges im Terminal steht. Wichtig. Untersuchung. Ich muss mit ihm reden. Eine lustige Leiche. Mhm. Umweltkontrolle. Audio, was nicht funktioniert. Kann einfach mal aufhören zu laufen, das macht mich echt wahnsinnig. Nichts Besonderes. Gut, gehen wir da durch. Strom wiederherstellen, ja super. Wo tue ich das denn? Was ist mein Missionsziel? Erkunden Sie San Cristobal, die Krankenstation. Taylor ist verletzt. Okay, ich soll ein Medikit suchen. Super. Und ich sollte hier auf jeden Fall in den Aufzug rein. Hier war doch das Elektro-Ding. Ah, hier. Die Kühlerneid fehlt. Aktiviert. 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 So, und hier fehlen Dinge. Ist gesperrt. Das kann ich nicht einsetzen. Ich kann mich hier doch verstecken. Was ist mit dem Ding? Nicht? Wieso kann ich keins von den Dingern einsetzen? Das ist wahrscheinlich nicht das Richtige. Da ist aber eine Tür offen gegangen. Hier. Auch nicht. Hier ist das Ding. Boah, alles schön tief gekühlt. Wie hier runterkommt, bin ich so erledigt. Never sleep, genau. Und die Tür ist auf. Was will ich hier zum Teufel? Hier, Schachtzugang. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Beeilen Sie sich. Wie die wieder nur da sitzen und einfach nur warten, bis sie alles erledigt. Sicher ist sicher nochmal gespeichert. Falls wir verrecken, dass wir den ganzen Scheiß hier nochmal machen müssen. Das hat mich jetzt irgendwie erschrocken. Oh, ich dachte schon, ich bin hier zurückgelaufen. Nee, nee. Hier wurde alles zerstört. Boah, die haben aber auch eine geile Atmosphäre geschaffen. Boah, wie der zerfetzt wurde, das ist der. Alien ist hinter mir, ich weiß nicht wo lang.
Durchsuchen Sie Lingards Büro. Da ist jemand. Wow! Medikit-haftes. Da hätte ich auch Scheiße geschrien. Oh, ich versteck mich lieber. Es könnte das Alien natürlich gehört haben. Oh, da war nämlich irgendwas Medikit-haftes. Ich geh da hin. Bam! Ah, so finde ich das gerade. Todesursache geheim. Foster. 14.11.37. Hä? Hier Lingard. Medizinische Offizierin, oh. Sevastopol-Station. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter, er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Wow, wow, wow. Du siehst in den Operationssaal nach einem Medikit. Das hat was natürlich mit dem Film zu tun, wo dieses Viech wahrscheinlich in der Frau war. Boah, das Vieh sieht so dermaßen krank aus. So heftig, sich vor dem Viech zu verstecken. Geht gar nicht. Stimmt was mit meinem leften Trigger nicht. Dachte ich mir schon fast. Gut, dass ich da gespeichert habe. Also zum Büro sollte ich ohne Probleme kommen. Die ganze Scheiße nochmal einsammeln. Wem will ich überhaupt mit dem Elektroschocker schocken? Das Alien-Viech tötet mich sofort. So. Toll. Oh Gott, ey.
voll in der Nähe. Boah, ich will nicht 5 Jahre im Schrank warten, komm schon. Man weiß echt nie, kommt das Viech jetzt? Kommt es nicht? Nicht. So, tun wir uns jetzt nochmal das Video an. Hier Lingard. Haben wir ja schon gesehen. Da hell. Ist direkt neben mir. Mein Gott, das Vieh kann hier reinkommen. Boah. Darauf war ich nicht vorbereitet. So schnell, zack, durch den Raum, da hoch, runter springen, weg. Ist klar. Hau doch endlich ab. Dann schleicht das Vieh auch nicht so dämlich, oder? Weg. Ist gar nicht nah, nein. Oh, das Vieh hat die Sensoren angeworfen, wa? Was ist das denn für ein Geräusch? Schon irgendwann ist genug. Fies hier im Raum. Das waren aber sehr leise Schritte. Das kann ich nicht benutzen. Und hier ist auch nichts. Oh. Wow, erstmal verstecken. Alles mies. Ja. Spiel ist gespeichert. Ich fühle mich wieder 5 Millionen Mal besser. Molotov Cocktail.
Notventilabschaltung, yay. Dr. Lingard, hier spricht Ransom. Erinnern Sie sich an mich? Ihr netter oberster Chef bei Seekson? Codes. Sie besuchen mich nicht, Sie rufen nie an. Sind Sie etwa keine 2505. Naja, wir sind beide sehr beschäftigt und ich habe eh genügend andere Freunde. Einige sogar mit Dienstabzeichen. 2505. Ich habe dass Sie Marshall Waits bezüglich eines, wie soll ich sagen, interessanten Fundes angerufen haben. Ich will dabei sein. Keine Widerrede. Ich meine, wie viel weiß Waits wirklich über Sie? Nicht so viel wie Ihr alter Freund hier. Okay. Boah, muss ich weit weg. Da ist der Operationssaal. Ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarkt-Sanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Ah, hier war ihr Dingens, ja. So, und hier war das jetzt aus? Moment. Ja, stimmt schon. Okay. Schauen wir mal weiter.